sehr geehrte Damen und Herren, bevor Sie in die Fachsequenzen stürmen, haben wir jetzt noch einen letzten Talk in dieser Pause für Sie. Bei uns ist Herr Dr. Michael Kluger. Er ist Vorstand Kontraktlogistik SCM bei der Schenker Deutschland AG. Herr Kluger, wir haben hier einen Kongress, der stark von Industrie- und Handelsthemen dominiert wird. Kontraktlogistik ist da eigentlich dann sehr gut aufgehoben. Welche allgemeinen Trends erkennen Sie im Moment in der Kontraktlogistik? Was wollen Ihre Kunden von Ihnen wissen? Ja, Herr Helmke, das ist natürlich etwas, das uns nicht nur interessiert, wir beobachten das sehr genau, denn letzten Endes wollen und müssen wir unser Angebot ja genau darauf abstellen. Wir sehen in den letzten Jahren, mittlerweile darf man den Plural verwenden, 2009 ist schon ein paar Tage her, mittlerweile sehen wir zum einen eine deutlich stärkere Nachfrage, auch wieder im Kontraktlogistikbereich. Das heißt, das schiere Volumen an Anfragen, die schiere Menge und die Inhalte der Anfragen haben deutlich zugenommen. Aber auch die Inhalte sind deutlich angezogen. Also da wird weniger nach Commodities gefragt. Es geht nicht mehr nur um, ich habe ein Gebäude, ich kann Paletten schubsen, sondern es geht tatsächlich um sehr komplexe, anspruchsvolle kontraktlogistische Dienstleistungen. Das nimmt zu. Auch die Art und Weise, wie diese Anfragen, diese Projekte, diese Tätigkeiten in gesamtheitliche Supply Chain Konzepte eingebunden sind. Tolles Beispiel, Geberit haben wir gestern Abend gesehen. Das heißt, das nimmt zu, dass Kunden, dass Industrie, dass Handel ganzheitliche, übergreifende Konzepte erarbeitet und dann die Kontraktlogistik gezielt in diesen Kontexten platziert. Das macht Spaß, das ist anspruchsvoll, das ist interessant und da ist auch ein bisschen mehr Salz in der Suppe als bei Commodity-Anfragen. Gibt es Industrien, die das besonders treiben, wo diese Anfragen sich besonders häufen? Das sind nicht zufällig die Industrien, auf die wir uns auch fokussieren. Wir haben vor mehreren Jahren, als wir ein weltweites Wachstumsprogramm für die Kontraktlogistik in unserem Konzern aufgelegt haben, abgeleitet und entschieden, wir konzentrieren uns maßgeblich auf die Branchen Automotive. Das ist gerade hier in Deutschland unser Home-Turf, wenn Sie so wollen. Wir konzentrieren uns auf die Branche Fast-Moving-Konsumgüter, auf die Branche Industrie, also produzierende Industrie, Maschinenbau. Und auf das Thema Hightech-Electronics. Und das sind auch genau die vier Branchen, in denen wir verstärkt diese Effekte sehen, in denen wir verstärkt diese anspruchsvolleren Konzepte und Anforderungen erkennen können. Ist es eigentlich eine Nachfrage, die dadurch induziert wird, dass die Firmen einfach mehr outsourcen von ihren eigenen Leistungen oder dass sie den Dienstleister wechseln wollen beziehungsweise mal ihr Preisniveau überprüfen möchten? Es ist ein bisschen von beidem. Letzteres war in einer Phase 2009 natürlich dominierend. Mittlerweile ist es aber tatsächlich erfreulicherweise so, unser Geschäftsfeld wächst auch noch durch Neu-Outsourcing. Da gibt es noch eine ganze Menge. Eigentlich der überwiegende Anteil von kontraktlogistischen Dienstleistungen passiert heute noch in-house beim Kunden. Also da gibt es neue Geschäfte, neue Tätigkeiten, die auf den Markt gespült werden. Mhm. Die immer mal wieder neu ausschreiben, Dinge, die ja auch Compliance und prozedural getrieben sind. Das ist natürlich normales Base Business, aber mittlerweile eben auch ein sehr hoher Anteil von neuen Projekten, Neu-Outsourcings. Teilweise auch glücklicherweise wachstumsgetrieben. Ich produziere etwas, ich brauche Fläche auf meiner Produktionsanlage. Da, wo ich historisch gewachsene Logistik in meinem Produktionsareal habe, dann mache ich mal einen harten Cut, schiebe das raus, mache eine konsolidierte, konzentrierte, fokussierte Logistik, um meine Produktion weiterentwickeln zu können. Auch das spült neue Projekte in den Markt und liefert uns ein sehr interessantes Betätigungsfeld. Wir hatten 2009, 2010 mal die Situation, dass nur noch sehr, sehr kurze Laufzeiten von Kontraktlogistikverträgen ausgeschrieben worden sind, obwohl eigentlich allen klar war, dass das nicht in jedem Fall sinnvoll ist. Hat sich das wieder ein bisschen beruhigt? Ich habe es nicht quantitativ ausgewertet, aber ich sage ja, das hat sich etwas normalisiert. Wir reden eigentlich eher wieder über Laufzeiten, wie sie auch in der Vergangenheit üblich waren. Bei etwas einfacheren Tätigkeiten sind wir so im 3-Jahres-Range, aber durchaus auch 5 Jahre, 7 Jahre. Wir implementieren gerade ein sehr, sehr großes Geschäft mit einem 7-Jahres-Vertrag. Also das hat sich wieder etwas normalisiert. Ist aber auch klar, im Jahr 2009 geht auch der Kunde verständlicherweise opportunistisch vor und versucht kurzfristig Hebel zu ziehen, was letzten Endes ja auch nicht sich als nicht nachhaltig herausgestellt hat. Von daher sind wir da wieder im etwas normaleren, vernünftigen Range unterwegs. Wie entwickeln Sie die Kontraktlogistik bei Schenker weiter? Was machen Sie neu? Wo versuchen Sie besser zu werden? Woran arbeiten Sie? Das ist zum einen das gerade schon angedeutete Fokussieren auf bestimmte Vertical Markets. Das heißt, wir treten nicht auf als wir können alles für jeden, sondern fokussieren uns auf die Branchen, auf die Kundenbranchen, in denen wir meinen, was zu sagen zu haben und in denen auch unsere Kunden uns bestätigen, dass wir da eine gewisse Expertise uns zugelegt haben.
Das alleine reicht aber nicht. Ich muss letzten Endes in einer logistischen Abwicklung wahrscheinlich mehr als in vielen anderen Produktbereichen operative Exzellenz, eine gewisse Business-Exzellenz mitbringen. Warum? Der Kunde bindet sich in einer kontraktlogistischen Geschäftsbeziehung ja relativ langfristig. Da haben Sie gerade drüber gesprochen. Das heißt, der Kunde muss sich darauf verlassen können, dass ich nicht nur vom ersten Tag an das tue, was ich ihm angeboten habe, sondern dass ich am zweiten Tag ein bisschen besser bin und am dritten Tag noch ein bisschen besser bin. Und das 7 Jahre lang im Zweifelsfall. Und dazu braucht es schon nicht nur Improvisieren und gute Leute, die auch natürlich wichtig und eminent wichtig sind, aber dazu braucht es auch Konzepte, dazu braucht es Methoden, dazu braucht es einen Kaizen-Approach und es braucht ein Business Excellence. Wir nennen das in der Kontraktlogistik Flex, Flawless Execution. Die Elemente kennt man aus Toyota Production System und ähnlichen Versionen, aber eben spezifisch auf die Kontraktlogistik abgestellt. Das konsequent auszurollen und mit Inhalten zu füllen, zu leben, für den Wert, für die Wertschöpfung beim Kunden, das ist ein wesentlicher Differenziator. Flexibilität, haben wir vorhin von Professor Klinkner gehört, ist eine der Kernstrategien der Industrie. Und Sie erwarten von den Logistikdienstleistern, dass sie ihnen diese Flexibilität ermöglichen. Nun muss der Logistikdienstleister sich aber ja auch selber flexibel verhalten. Sind Sie da nicht ein bisschen zwischen Hammer und Amboss? Ja. Das ist natürlich nicht nur eine einsilbige Antwort, aber natürlich ist das so. Da, wo wir das tun können, und wir sind da ein Instrument für Flexibilisierung, da, wo wir das tun können, da, wo es möglich ist, wollen wir gerne diese Rolle auch spielen. Das ist Teil unseres Selbstverständnisses. Auch das hat Grenzen. Ich kann auch als Outsourcing-Partner kann ich nicht immer nur am dreckigen Ende des Stöckchens sitzen und Opfer sein für die Dinge, die am anderen Ende der Supply Chain passieren. Aber ja, es ist ganz klar auch Selbstverständnis, dass wir Enabler sein wollen für mehr Flexibilität beim Kunden, ganz klar. Letzte Frage. Sehen Sie es eigentlich als Vorteil, dass Sie noch ein Netzwerk, ein starkes Transportnetzwerk im Rücken haben? Oder ist das eigentlich kein Erfolgsfaktor für die Kontraktlogistik, sondern einfach nur ein Spezifikum, das man hat oder auch nicht hat? Ich danke Ihnen für die Frage, denn die Antwort ist eindeutig ja. Wir sind in den gerade angedeuteten Vertical Market Ausrichtung, also Fokussierung auf die Branchen, eben nicht alleine als Kontraktlogistiker unterwegs. Wenn ich nur das Warehouse und die Services im Warehouse anbiete, bin ich eigentlich zu kurz gesprungen. Wir sind da sehr wohl eingebettet und verdrahten uns da sehr, sehr eng mit unseren Kollegen in den anderen Produktbereichen. Die Vertical Market Ausrichtung ist durchgängig durch den Konzern über alle Produktbereiche gezogen. Wir verstärken das auch weiterhin. Und es ist nicht so, dass der Kunde grundsätzlich anfragt, mach mir alles, bilde mir die gesamte Supply Chain ab, aber er will es sehen können, er will es möglich machen, er will mögliche Produkte und einzelne Leistungen kombinieren können und das können wir als Konzern bieten. Sehr großer Vorteil in der Tat. Ja, Herr Dr. Kluger, vielen Dank für den Besuch hier auf dem roten Sofa und weiter viel Spaß und Erfolg hier auf dem Deutschen Logistikkongress. Ein Vergnügen, herzlichen Dank, Herr Dr. Kluger.